Herzlich willkommen zurück. Ah, okay. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Kefalenia ist von einem sehr tödlichen Virus befallen. Die Seuche grassiert. Und wir haben sie an Bord vielleicht geschleppt. Wollen wir mal hoffen, dass nichts passiert ist. Bereit zum Segel setzen! Wir konnten Phoebe und Markus nicht finden. Wir vermuten mal, sie sind unter den Opfern. Tragisch. So. Nichtsdestotrotz, wir legen ab. Denn wir müssen noch Athena Schiffe versenken. Wir haben bisher kein Athena Schiff gefunden. Ich wollte noch auf der Karte bleiben spielen. Kann man so sehen, wo die Athena-Schiffe sind? Nö, ne? Und die werden wohl hier in dem Gebiet wohl patrouillieren. Können ja auch... schwierig. Sparta hat hier eine fette Blockade errichtet. Mit 1000 Schiffen. Und wir werden einfach mal in ein offenes Meer segeln. Hoffen wir mal, dass das Wetter gut wird, damit wir auch was sehen. Kaum spreche ich es an. Zack, Nebel weg. Die Welt ist wirklich untergegangen in Kefalenia. Schrecklich. So. Aber wir wollen Schiffe sehen. Da ist ein Schiff. Aber nicht athenisch. Da ist ein Schiff am Anker, das hat blaue Segel, aber das kann man nicht erkennen, ob es das ist. Nimm es doch mit! Ich weiß auch nicht, was das Spiel sich davon hält. Boah, diese Galionsfigur macht sich wirklich herrlich. Ja, müssen wir gucken, ob wir Athena Schiffe finden. Wenn nicht, ist die Quest verloren. Wir haben Treibgut entdeckt! Das muss man anders sagen. Wir haben Treibgut entdeckt! Bruder ins Wasser! Vielleicht passiert es! Ups. Übung! Nochmal! Alles klar. Das selten sieht aus wie Athen. Gucken, Angriffsformation. Na, das ist nicht Athen. Okay. Abbruch, Abbruch. Keine Ahnung, wo die herkommen. Fokis? Kann man das sehen? Persisch, okay. Das ist ja mal eine ganz andere Welt. Die kommen aus dem Hinterland. Wir Spartaner sind natürlich jeden überlegen, das ist ganz klar. Die Frage ist, kommen hier überhaupt noch Athener Schiffe? Ich sehe nur noch spartanische. Glaub nicht mehr, ne? Ja, können wir wohl knicken. Dann fahren wir jetzt zurück nach Megara. Nein, nach Megaris. So heißt das. Dort müssen wir noch die Welt komplettieren. Sind das Piraten? Piraten! Piraten sind dazu da, zerstört zu werden. Volle Kraft voraus. Bereit machen!
Bums. Nice. So, ein Gebetsschwert. Das kann ja wohl nicht schlecht, nicht gut sein. Schauen wir es uns an. Heute kann kein Priester unbewaffnet bleiben, daher dient dieses Schwert als Tötungs- und Verkehrungswerkzeug zugleich. Verkehrungswerkzeug. Ja, klar. Priester brauchen sowas. Macht schneller! Da ist noch ein Piratenschiff. So, der Adler greift an. Au. Ich übernehme mir das Kommando. Doch nicht. So. Boah, erbärmlich ist er gestorben. Nimm dein Schicksal in die Hand und segle mit mir auf meinem Schiff. Wir haben einen neuen. Cool. Tekton. Tekton ist einfach mal... hat sich entschieden. Naja, wir nehmen auch die Schlechten. Bei uns findet auch ein Söldner. Eine Söldnerbrustplatte. Oh krass, Alter, der wurde vom Hai gefressen. Das sinkt jetzt. Ich glaube, der Hai wurde mit runtergezogen gerade. Wahnsinn. Krass. Die Leichen werden einfach wiederverwertet. Das sehe ich hier zum ersten Mal. Heftig. Mit einem Haps ist er im Mund. Wahnsinn. Ach shit, ich wollte das Schiff doch aufwerten. Na toll. Jetzt habe ich es vergessen. Vermutlich hat sich ein Söldner diese Brustplatte nach einem größeren Auftrag gekauft und viel Geld ausgegeben dafür. Für nichts.
Das ist echt eine schöne Bucht hier, ne? Wollen wir mal fahren, war eigentlich richtig? Nö, tun wir nicht. Wir sind in die falsche Bucht gefahren. Hart. Steuerbord. Nur aufpassen, wenn die auf dem Boden laufen. Los, an eure Ruder! So, da hinten ist in die Bucht von Megara. Da werden wir anlegen, das Schiff aufwerten. Kapitän. Wir fahren in eine neutrale Zone. Das ist ja cool. Anlegen, vorbereiten! Krass, warum blutet's hier? Gut, jetzt können wir das Schiff aufwerten. Wir sind am Hafen. Eine der Regeln, die ich jetzt aufgestellt habe dafür. Und ich würde sagen, der Rumpf ist doch gar nicht mal verkehrt. Dann können wir nämlich jetzt gucken, wen wir nehmen. Eier haben wir doch schon drin. Ausdauer, Feuerkraft beim... Oh, Feuerkraftgewinn beim Rammen. Das klingt doch gut. Oder Evie noch dazu. So, Rüstung der Besatzung. Schadensreduktion durch Deckung, Feuerschadensreduktion. Oder machen wir jetzt mehr Schaden? Oh, wir können es gar nicht leisten. Tja. Gut, also die Quest. Machen wir also noch nichts. Aber das Schiff hat sich verändert, ne? Ja, die Außenstege zum Beispiel waren vorher noch nicht da. Die Quest mit den... Was will ich jetzt eigentlich sagen? Die Quest mit den Athena-Schiffen lassen wir fallen. Die kann ich nicht schaffen. Ich finde keine Athena-Schiffe. Das hier sind die ersten, die ich sehe. Und die sind schon kaputt. Okay, gut. Oh, ein paar Söldner unterwegs im Megaris. Warum nicht? Dann ist unser Ziel jetzt erstmal die Anschlagtafel. Von Pagai. Warum weint ihr? Gab es hier einen Unfall? Was ist hier los? Na, egal. In Flammen vergeht alles. Athena-Vorräder sind ein einfaches Ziel, um ihre Streitkräfte zu schwächen. Das ist angenommen? Ja. Und wo ist das? Habe ich schon abgeschlossen, ne?
In der ganzen griechischen Welt. Ich habe gar keine Vorräte. Alles klar, so machen wir nächstes Mal früher. Was haben wir noch? Kopfgeld. Die Stadt wurde vom Krieg verwüstet. Wir haben nicht mehr die nötigen Mittel, um Räuber zurückzuschlagen. Dieses Kopfgeld ist alles, was wir noch haben. Bitte helft uns. Dauert ein Tag. Kopfgeld für Banditen sind auf der anderen Seite. Das müsste das Gebirge sein. Das Kitarion-Vorgebirge. Da werden wir mit einem Boot übersetzen. Das ist auch spartanisch und gehört mit zu Megaris. Also in unserer Domäne, wo wir jetzt gerade sind. Das ist gut. Brauche ich nur das Boot. Ja. So, Vollgas. So, by the way, das ist auch die letzte Folge für heute. Und ich muss sagen, wir haben doch einiges geschafft. So. Ja, wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Sind Feinde. Schläger. Ich finde das cool, dass sie einen Namen haben. Ein Tier. Sieht aber eher aus wie ganz normale Leute. Also irgendwelche Gegner. Kein Boss. Also machbar. Ich mache mich unsichtbar. Das war knapp. Vielleicht nur ein Vogel, aber ich sehe mal nach. Hey! Was war das? Hat er das gesehen? Wo kam das denn her? Boah, laufen sie mir alle in die Falle. Cool. Tut mir leid. Was, der sieht mich nicht? Ich muss den Schützen finden. Quest abgeschlossen. So. Shit. Ich bin so ein Selbstgemacht und später, die kennen wir schon.
Und Söldnerhandschuhe. Auch die sind schlecht. Ja, perfekt. Eine Quest abgeschlossen. Kann man halt nicht meckern, ne? Können die mal zerlegen für Materialien. Gerade auch 4 ausgegeben fürs Schiff. Na, wir beide noch. Puh. Hier geht ganz schön die Luft aus, Leute. Ich kann bald nicht mal moderieren. So, zurück. Ja, es ist gut, dass das Schiff gerade nicht despawnt. Das ist wunderbar. Ich glaube, in Origins hat es sich in Luft aufgelöst, oder? Irgendwie erinnere ich mich daran. So, wir werden jetzt hier lang gehen. Das, ne, das ist ja eine Quest, die wir nicht machen wollen. Noch nicht. Stufe 15 ist nur schon ordentlich. Wir werden da mal hingehen. Zunächst müssen wir nach Megaras. Megara. Nein, diesmal gehe ich hier lang. Hier ist nämlich der Weg. Ne, hier ist er nicht. Ella. Offenbar ist der Weg da. Okay. Tut mir leid, ich steuere gerade nicht. Hast du keine Augen im Kopf? Was stimmt nicht mit dir? Das ist cool, das Reitsystem. Das gefällt mir wirklich gut. Megara. Da ist ein Söldner. Kleoptolomene. Die Marmorfaust, die kennen wir schon. Die räumt hier ab und zu mal rum. So, wir laufen durch die Wälder, weil wir es können. Und finden dabei noch Glas. Sind das Details? Da kann sich Bethesda mal eine Scheibe abschneiden von. Die würden es nicht so hinkriegen. Ich spiel's gerade am Nachladen, deswegen grubelt's. Irena Militärlager entdeckt. Direkt mal ein Militärlager mit Soldaten, die der Allgemeinheit gehören. Zosimus ist der Boss und steht persönlich am Tresen der Wache. Und es ist ein Schwächungszustand.
Ja, wie gehen wir das da jetzt vor einfach frontal rein, ne? Die kriegen wir doch auch platt. Stufe 11 ist nicht schlimm. So. Also. Wie machen wir das? Von hier. Dann. Gucken, dass ich die erwische. Fuck. Holz getroffen. Job. Tja. Oh, der kommt wieder hoch. Das ist gut. Na, ja, zu steil. Verdammt. Okay, spätestens jetzt habe ich ihn vorgewarnt. Oh, da sollte ich nicht mehr hingehen. Es ist so cool gemacht eigentlich. Das, dann wirken sie noch intelligenter. Oder dümmer. Dann komm doch her. Ich habe keine Aufladung mehr. Oh Gott. Oh, da kommt wirklich her. Krass. Er stellt sich seinem Schicksal. Das war ja gut. Aber er hat die anderen nicht alarmiert. Das war sein Fehler. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ja, das wirst du. Zack, zack. Wapp. So. Ist da jemand? Ach, es war sicher nichts. Das sollte ich mir mal ansehen. Oh nein, eine Leiche. Du hast es nicht mal kommen sehen. Eigentlich schon. Das spartanische Tapferkeit! Ihr seid doch keine Spartaner. Geh zum Hafen. Ein Mann namens Barnabas heuert Seeleute für mein Schiff an. Patroklos, schließ sich unsere Gilde an. Sehr schön. Was, wir haben zwei Tektons? Ja, okay. Sehr schön. Der sagte, das hast du nicht kommen sehen. Und als er sich als Spartaner ausgab, habe ich ihn angeheuert. Warum nicht? So, das Gebiet ist damit wahrscheinlich jetzt abgeschlossen. Den Boss haben wir, glaube ich, hier weggeschossen, oder? Ja. Der war, glaube ich, da auf dem Berg. Was war das denn für ein Wurf?
hier Licht irgendwo. Irgendwo hier auf... Da, da ist er. Huch, wer ist denn das? Oh, come on. Das muss nicht sein. Oh, diese Pop-Ups, ey. So, das wäre dann durch. Kantor, Kopfgeldstifter. Oh, ich habe ein Kopfgeld? Warum? Wieso habe ich ein Kopfgeld? Wegen Mord? Ich habe doch nichts ermordet. Das muss ein Versehen sein. Bin mir ziemlich sicher, ich habe nichts ermordet. Gut, zum Schluss gucken wir uns noch da unten das Gebiet an. Quest machen wir nicht. Machen wir aber nächstes Mal. Habe ich zwar markiert. Wir können auch den Stifter mal vernichten. Oi. Was? Okay. Das ist sehr interessant, dass die Schweine hier rumlaufen. Das ist noch eine echte Freilandhaltung hier. Hafen Nisaya entdeckt. Hafen sieht irgendwie aus, als wäre er befestigt. Was ist da denn los? Warte mal. Ist das spartanisch alles? Dann kämpfe ich ja gegen Spartaner. Das heißt, ich habe mit der Aktion gerade die Spartaner geschwächt. Ups. Hm. Andererseits stehen da Sachen, die ich machen muss. Also, ja. Oder kann ich da einfach reinmarschieren, weil ich jetzt Held von Sparta bin. Gott, was ist so laut? Gegen wen kämpfen die da? Ah, ich sehe gerade Athener gegen Spartaner. Oder so. Habe ich getroffen? Nö. Wer ist da? Was nur Einbildung. Okay, ich kämpfe gegen Spartaner, sehr schön. Vielleicht hat der Schmerz ein Ende. Lange hältst du. Na toll.
Mein Kopfgeld steigt wegen Mordes. Was soll ich hier machen? Okay, das war scheiße. Okay, in die Basis reinzurennen, ist ein schlechter Plan. Ich glaube, das machen wir nicht. Oder zumindest nicht so. Abschließen will ich die schon, also ich muss das ja schon irgendwie machen. Das finde ich jetzt ein bisschen unfair vom Spiel. Dass ich hier nicht rein kann. Okay, wir können das Kopfgeld mal bezahlen, das ist eh nur 13. Und wie sieht's jetzt aus? Kann ich hier trotzdem rein? Nö. Ich muss mich verstecken. Okay, ja. Ärgerlich. Hätten wir mal machen sollen, dass das noch Athen war. Gut, das heißt, beim nächsten Mal machen wir die schwere Zeit für die Familie. Und hier oben das noch. Werden aber, glaube ich, starten mit den Hafen. Den Hafen Nisaya. Um dann Megaris zu vervollständigen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.